Als Teenager, da ist man einfach noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Und da begeht man natürlich den ein oder anderen Fehler, auch was das Thema Körperpflege und Hygiene angeht. Wenn du aktuell Teenager bist, dann solltest du auf jeden Fall jetzt mal deine Ohren spitzen, denn heute geht es um die häufigsten Körperpflegefehler von Teenagern. Und ihr wisst ja, Leute, ich war auch mal ein Teenager. Und damit ihr die Fehler nicht begeht in euren jungen Jahren, solltet ihr heute wirklich ganz genau zuhören. Und die Leute, die bereits ein bisschen älter sind, so wie ich, die werden hier an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen schmunzeln und sich zurückerinnern und denken, ja, stimmt, den Fehler habe ich auch gemacht. Erster Fehler, zu viel Parfüm. Ja, du bist vielleicht gerade in der Schule und du hast vielleicht deine erste große Liebe entdeckt und dann denkst du dir, ach komm, weißt du was, haust du mal ordentlich Parfüm drauf, damit ich auch jeder aus jeglicher Entfernung riechen kann und alle wissen, dass der Herr Korte jetzt mittlerweile da ist. Nein, Leute, beim Thema Parfüm ist weniger tatsächlich mehr. Du musst dich nicht volle Kanone voll sprayen mit Parfüm, denn das wirkt teilweise dann etwas penetrant. Es reicht vollkommen aus, wenn du 3 Spritzer Parfüm verwendest und 3 Duftstöße, einen links, einen rechts, einen hinten. Das reicht vollkommen aus. Ein bisschen weniger ist hier an dieser Stelle tatsächlich mehr. Ein dezenter Duft ist wesentlich besser als zu riechen wie ein Tigerpuff. Wenn du so langsam zum Mann wirst, dann kann es unter Umständen sein, dass du irgendwann mal das Gefühl hast im Laufe deiner Pubertät, dass du sagst, irgendwie riecht das da komisch. Und dann denkst du dir, komm, ich fahr jetzt in den nächsten Drogeriemarkt rein und hol mir erstmal eine Ladung Deo und knall mir das Deo erstmal volle Kanone unter beide Achselhöhlen. Du denkst dir wahrscheinlich, viel hilft viel und haust dir natürlich extra viel darunter, aber lass dir gesagt sein, das könnte unter Umständen kontraproduktiv sein. Die Duftstoffe eines Deos überdecken meistens den Schweißgeruch. Es kann aber auch dazu führen, dass der Schweißgeruch einfach noch extremer wird. Von daher versuch einfach, nicht ganz so viel Deo zu verwenden. Ich persönlich zum Beispiel benutze gar keine Sprühdeos mehr, also gar nicht. Ich nehme jetzt einfach nur noch so ein Antitranspirant als Stick. Das ist für mich irgendwie wesentlich angenehmer und funktioniert einfach für mich auch wesentlich besser. Dritter Fehler, das Gesicht wird nicht vernünftig gewaschen. Die meisten Jugendlichen oder auch viele junge Männer, die denken, es reicht vollkommen aus, wenn man sein Gesicht einfach ein bisschen mit lauwarmem Wasser abwäscht und klatschen sich einfach eine Ladung Wasser durchs Gesicht und denken, damit ist die Reinigung durch. Ist es aber nicht. Um dein Gesicht vernünftig zu reinigen, brauchst du einfach ein vernünftiges Waschgel fürs Gesicht. Ja, nicht einfach die Handseife nehmen, sondern wirklich ein vernünftiges Gesichtsreinigungsgel fürs Gesicht und bestenfalls auch noch eine elektronische Gesichtsreinigungsbürste, damit du auch wirklich deine Haut porentief reinigst. Wenn du noch auf der Suche bist nach einer elektronischen Gesichtsreinigungsbürste oder nach passenden Waschgels, ich verlinke euch passende Produkte unten in der Infobox. Vierter Fehler, zu viel Haarstyling-Produkt. Leute, diesen Fehler habe ich logischerweise auch gemacht. Man denkt als Jugendlicher, ach komm, da brauche ich ein bisschen mehr noch in den Haaren drin. Das muss richtig schön kräftig und hart sein. Da soll nichts verrutschen in den Haaren. Und dann nimmst du einfach viel Haarstyling-Produkt in der Hoffnung, dass es natürlich auch richtig stark hält. Denn man denkt so, ja okay, viel Haarstyling-Produkt hilft viel und hält auch viel. Ebenfalls nicht der Fall. Du solltest am besten wenig Haarstyling-Produkt nehmen. Es reicht vollkommen aus, wenn du zum Beispiel so eine Erbsengröße an Haarwachs oder Haarstyling-Produkt, egal was für ein Produkt du aktuell verwendest, verwendest und das dann ordentlich in den Händen verteilen und das dann auch wirklich ordentlich und überall in den Haaren verteilen. Wenn du nämlich zu viel Haarstyling-Produkt verwendest und dein Kopf wirklich voller Haarstyling-Produkt ist, dann kann es unter Umständen sein, dass auch deine Kopfhaut so ein bisschen verklebt und dann bekommen die Haarwurzeln nicht mehr genügend Sauerstoff. Und du möchtest natürlich, dass deine Haarwurzeln gestärkt sind, genügend Sauerstoff bekommen und deine Haare auch gut wachsen. Deshalb verzichte lieber auf tonnenweise Gel oder tonnenweise Haarstyling-Produkt in deinen Haaren, sondern versuch einfach hier ein bisschen weniger zu nehmen. Fünfter Fehler. Der Teenager-Schnauzer. Ja Leute, das sieht einfach komplett ungepflegt aus. Ich weiß, wenn man gerade in der Pubertät ist oder als junger Mann, da kommt gerade der Bart und dann will man den Bart natürlich auch zeigen und zeigen, wie männlich man ist. Aber Leute, wenn ihr so einen Pflaumen da stehen lasst, wie zum Beispiel der Herr Bieber hier, das sieht einfach total ungepflegt aus. Das sieht nicht männlich aus, ganz im Gegenteil. Auch wenn man damit vielleicht seine Männlichkeit irgendwie zeigen möchte, weil man mittlerweile Bart bekommt. Leute, das sieht nicht männlich aus, das sieht einfach nur ungepflegt aus. Wenn ihr so einen Pflaumen habt irgendwo im Gesicht, dann rasiert den einfach ab und fertig. Wenn ihr euch allerdings Bart wünscht und ihr unbedingt Bart haben wollt, dann nutzt die zur Verfügung stehenden Tools, um euer Bartwachstum zu aktivieren, wie zum Beispiel den Bartroller.
Mit der Benutzung des Bartrollers fördert ihr nicht nur die Durchblutung im Bartbereich bzw. im Wangenbereich, sondern ihr aktiviert auch die Kollagenproduktion. Und Kollagen ist schlussendlich verantwortlich für das Haarwachstum als auch für das Bartwachstum. Den Link zum Bartroller packe ich euch selbstverständlich auch unten in die Infobox rein. Aber Leute, lasst euch gesagt sein, rasiert den Pflaumen wirklich so lange weg, bis ihr wirklich ein gutes Bartwachstum habt und das wirklich auch vernünftig gepflegt und auch natürlich männlich aussieht. Ich habe es leider Gottes gemacht, vielleicht hast du es auch gemacht. Mittlerweile sieht es bei mir hier oben auch wieder vernünftig aus, und zwar zu stark gezupfte Augenbrauen. Der eine hat mehr Augenbrauen, der andere hat weniger Augenbrauen. Wie man sieht, ja, ich habe relativ buschige Augenbrauen, und dann habe ich mir damals gedacht, komm, das sieht ja irgendwie ein bisschen komisch aus da oben, das muss ich mal irgendwie ein bisschen zupfen, und habe mir die Augenbrauen tatsächlich einfach zu dünn gezupft. Klar, solltest du dich um deine Augenbrauen kümmern, und es ist auch gut, dass du dich darum kümmern möchtest und deine Augenbrauen pflegen möchtest, aber zu stark oder zu dünn gezupfte Augenbrauen sehen bei Männern einfach sehr feminin aus. Deshalb versuch es einfach so ein bisschen natürlicher zu lassen. Klar, mach deine Augenbrauen sauber, pfleg das Ganze, mach es so, dass es ordentlich aussieht und du nicht unbedingt eine Monobraue hast, aber versuch einfach, den natürlichen Look deiner Augenbrauen beizubehalten, alles gepflegt zu lassen, ohne dabei die Augenbrauen zu dünn zu zupfen. Als Jugendlicher bin ich hin und wieder auch mal ins Solarium gegangen, das hatte aber andere Hintergründe, aber so sah ich nicht aus. Ja Leute, sieht schon echt witzig aus, wie manche Leute aussehen, also wenn sie einfach zu viel ins Solarium gehen oder zu viel Selbstbräuner benutzen. Also wenn man den Vergleich so sieht zwischen normaler Körperfarbe und der mega gebräunten Körperfarbe, das ist schon komplett unnatürlich und sieht auch einfach nicht mehr gut aus. Und Leute, hin und wieder sehe ich tatsächlich immer noch Leute, die so rumlaufen hier in Berlin. Also das ist auf jeden Fall keine Seltenheit. Von daher kann ich nur jedem empfehlen, der gerne ins Solarium geht oder auch gerne Selbstbräuner benutzt, nutzt das einfach in Maßen. Außerdem ist es natürlich auch schädlich für eure Haut, wenn man das zu oft verwendet. Deshalb, wenn ihr darauf steht, ja, und einfach ein bisschen angebräunt sein möchtet, dann versucht einfach, eure Solariumbesuche einfach ein bisschen zu reduzieren. Achtens, zu lange oder ungepflegte oder dreckige Fingernägel. Ja Leute, als Jugendlicher sollte man irgendwann begreifen, dass auch Nagelpflege definitiv zur Körperhygiene dazugehört und wichtig ist. Und da spreche ich nicht nur über die Fingernägel, sondern natürlich auch über die Fußnägel. Also Maniküre und Pediküre sind auf jeden Fall Bestandteil deiner Körperpflege, und damit solltest du dich auf jeden Fall beschäftigen. Nagelpflege ist auch gar nicht so schwierig. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht. Schau dir das gerne mal an, falls du dich in diesem Thema vielleicht noch ein bisschen unsicher fühlst. Ansonsten kann ich dir auch empfehlen, hin und wieder mal zur professionellen Pediküre, Maniküre zu gehen, damit du siehst, wie ein Profi das macht. Unten in der Infobox habe ich dir sämtliche Pflegetools für deine Körperpflege verlinkt. Schau auf jeden Fall mal unten in die Infobox rein. Falls dich da ein Produkt von interessiert, dann bestell es einfach direkt nach Hause und kümmere dich um deine Körperpflege. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und vor allen Dingen einen richtig gut gepflegten Körper von Kopf bis Fuß. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.